Die bronzene Statue von Anzio von Rigismund wurde durch die mächtige Magie Kaltensteins zum Leben erweckt. Trink. Und am besten such das weite Mal. Und jetzt trink. So, und jetzt schlag ihm in den Rücken. Vorgrim? Solltest du bitte einen Trank trinken? Ardo, du auch? Fires, Ardoheim, bitte. Ja. Also, jetzt wieder ab in den Kampf. Nicht so gut. Au. Was? Fires, heil Vorgrim. Ob gegen den ein Sumus Leib wirken würde, ich bezweifle es. Okay, ich glaube, ich lade nochmal neu den Quick Save. Und halte mich dann erstmal zurück, wenn er sein Beben da macht. So. Okay, er kommt. Ah, der ist ja ganz lahm. Arschig. Okay. Gegen den müssen wir wohl etwas anders vorgehen. Ich versuche mal einen Sumus-Leib. Was? Ah, ne, doch. Wuchtschlag. Du auch ein Wuchtschlag. Du Meisterschütze. Okay, Sumus Leib ist wohl fehlgeschlagen. Deswegen bewirf ihn einfach weiter mit Kugelblitzen. Bei meiner Treue, bei anderer Spaß. Wuchtschläge. Ich glaube, Wuchtschlägen ausweichen kann er nicht so leicht. Wuchtschläge machen aber auch fast keinen Schaden. Schleifstein. Schleifstein. Zusammenhalten! Ah, sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ei! Achtung! Na? Immer weitermachen. Ja? Okay, du einen Scharfschuss und dann heilst du Vorgrim. Und du wirfst immer weiter Kugelblitze. Du heilst dich am besten selber. Auch nochmal. Was? Du heilst am besten gleich nochmal vor, Grimm. Okay, es kommen Klingen. Ihr braucht mir nur die Krone zu übergeben und euren Plänen abzuschwören. Ei, weiche! Kaltenstein greift ein. 500 Lebenspunkte. Willst du mich veralbern? Also das gibt uns wenigstens ein bisschen Zeit. Okay, irgendwer wurde versteinert. Fires. Zusammenhalten! Los, auf Kaltenstein losgehen. Verpasst ihn mal einen mit dem Hammer. Ich habe nicht mehr genug für einen. Ich habe aber Mana-Tränke, da muss mal einer herhalten. Was? Du heilst Ardo.
du, wenn du den Mana-Trank geschlürft hast, mach's bitte mit Kugelblitzen weiter. Würdest du bitte... Na? Und du wirf den mal um. Gegen Umwerfen kann der nicht immun sein. Ja? Achtung! Okay, er hat sich weggeportet. Okay, wir haben Ardo wieder. Wir haben aber auch wahrscheinlich die Arwin-Statue wieder. Genau, die wirft uns jetzt um. Au. Und hat Ardo wieder umgeworfen. Okay, wir können ein bisschen vor ihr wegrennen. Was? Feierest du halt Vorgrim? Vorgrim haut den mal von hinten. Und dann rennen wir wieder. Weg. Au. Nochmal umgehauen. Komm, kling ab, umhauen. So. Sie ist zum Glück verdammt langsam. Au. Macht uns aber trotzdem Schaden. Du heil dich mal selber. Ja. Ai. Sanyasa. Weiche. Gut. Okay, sie ist auf Vorgrim aus. Sanyasa. Ha. Das heißt, ich kann sie wieder. Ja. Au. Mich wieder ein bisschen mit dir beschäftigen. Okay, wir haben sie schon mal auf 30% runter. Auf wen geht sie jetzt los? Auf Feiris, so wie es aussieht. Wenigstens nimmt das Bronze-Ungeheuer guten Schaden. Ja. Wo? Feiris? So, jetzt haut sie wieder Vorgrim. Das ist okay. Ja. Vorgrim haut zurück. So, die müsste jetzt erstmal wieder ausgeschaltet sein. Okay. Ardo lebt wieder. Achtung! Nein, du nicht, Feiris. Du hilfst gegen die Schwerter. Achtung! Vorgrim kämpft auch gegen Schwerter. Ich sollte mir mal Kaltenstein vornehmen. So. Wenigstens ist zwei Schwerter sind schon mal weg. Feiris kann einen Doppelschuss machen. Ja. Vorgrim ist noch mit dem einen Schwert beschäftigt. Ich bin umgebolzt. Feiris schläft. Ich bin nicht mehr umgebolzt. Ich habe die nur für einen Fulminictus. Vorgrim Trank. Und Vorgrim Haberschlag. Jetzt ist Vorgrim eingeeist. Feiris schläft noch. Ja. Vorgrim, nimm mal einen guten Heiltrank. Davon hast du 16 Stück. So. Und jetzt schläft Vorgrim auch. Und ich werde zu Steinerstadt, oder was? Na, nicht ganz.
Ich nehme lieber vorsichtshalber noch einen Heiltrank. So. Jetzt schlafen alle. Jetzt hat der Vorgrund geweckt, zum Glück. Hoffentlich wacht Fyris bald auf. Vorgrim, sicher ist sicher. Shit. Sanyasa! Komm. Mit eurem armseligen Können werdet ihr nicht das geringste Sonnenmineral ausrichten. Achso, du bist immer noch, Achso, du bist immer noch nicht besiegt, hä? Autsch, das ist jetzt nicht so toll. Ardo ist wieder wach. Trinkt erstmal was. Attacke! Wieso ist Ardo auf einmal wieder wach? Jetzt schlafen alle. Entweder schlafen alle oder sie sind tot. Okay. Bei meiner Treue. Okay, jetzt sollten alle dringend wieder aufstehen. Okay, alle stehen. Einbeersaft, dass sie das auch alle überleben. Ja. Wenn er gleich wieder aufstampft. Na? Du am besten gleich nochmal ein. So. Statue ist wieder wach. Okay, sie leben alle noch. Ich konnte mich heilen, obwohl ich umgeworfen bin. Wegrennen ist eine gute Idee. Auch wenn Ardo. Hinter wem ist er hier? Hinter mir, oder? Autsch. Jetzt ist Fyris wieder umgefallen. Ich glaube, ich kann das vergessen. Au. Zusammenhalten! Ardo alleine mit einer schweren Wunde kann nichts gegen ihn machen. Ich bin tot. Jetzt wird er gleich Ardo töten und dann war's das. Ja. Und das war das Aus. Wie das Aus? Das geht doch nicht, Vorgrim. So kann die Geschichte nicht enden. Ich wollte nur mal sehen, ob du mir noch richtig zuhörst. Also eigentlich war das so. Sorry Leute, aber ich werde hier jetzt erst einmal einen Cut machen und dann müssen wir den ganzen Kampf nochmal versuchen. Es hat zwar die ganze Zeit gut geklappt, nachdem ich vor allem eine Taktik gegen die Dackel-Dackel-Langsam-Statue herausgefunden hatte, aber ja, ich habe leider kaum noch Zeit dafür. Also werde ich die Aufnahmesession jetzt auch mal wieder 2 Minuten vorher beenden. Ich werde trotzdem mal hier an der Stelle einen normalen Save machen. LP045 speichern. Und dann muss der Endkampf leider auf das nächste Mal nochmal verschoben werden. Der neue Versuch. Und dann hoffentlich schaffen wir es, diese blöde Arwin-Statue loszuwerden und Mora da unten wieder rauszuziehen. Und Kaltenstein endlich loszuwerden. Der ist wirklich ein bisschen heftiger als seine
Schülerin von gerade eben. Nicht mal unsere Doppelgänger hatten wirklich eine Chance gegen uns. Zumal der Bueno ihr Doppelgänger nicht gezaubert hat. Also, bis gleich.